bestimme das allgemeine Glied Tn von dieser Zahlenfolge. Wir erkennen sofort, 2 mal 3 macht 6, mal 3 macht 18, mal 3 macht 54 und so weiter. Es handelt sich also hier um eine geometrische Zahlenfolge, zu der wir diese Formel zur Verfügung haben und für die gilt, das erste Glied der Folge ist 2 und der Quotient dieser Folge ist 3. Um das allgemeine Glied der Folge herauszufinden, nutzen wir selbstverständlich diese Formel und in dieser Formel können wir T1 durch 2 ersetzen und Q durch 3 ersetzen. Somit finden wir, dass das allgemeine Glied der Folge 2 mal 3 hoch n minus 1 ist. Die Frage ist schon beantwortet. Wir können testen, ob es stimmt, zum Beispiel, indem wir durch diese Formel das erste Glied berechnen. Laut dieser Formel muss T1 dasselbe sein wie 2 mal 3 hoch 1 minus 1. 3 hoch 0, das macht 1 und 1 mal 2 macht 2. Also laut der Formel muss das erste Glied der Folge 2 sein und das stimmt ja auch. Laut dieser Formel muss das zweite Glied der Folge dasselbe sein wie 2 mal 3 hoch 2 minus 1, also so. 3 hoch 1, das macht 3, und diese 3 mal 2 macht 6. Das heißt, laut unserer gefundenen Formel muss das zweite Glied der Zahlenfolge 6 sein. Und das stimmt ja auch. Dann testen wir noch für das dritte Glied. Laut dieser Formel ist T3 dasselbe wie 2 mal 3 hoch 3 minus 1, also so. 3 hoch 2, das macht 9. Und diese 9 mal 2 macht 18. Auch das stimmt.